jede Stimme hat was Besonderes. Der Komponist wird sich auch was dabei gedacht haben, so viele Stimmen zu schreiben. Also kann man nicht sagen, da ist jetzt einer wichtiger. Ich glaube, es zählt hier das Miteinander und nicht das Gegeneinander. Es ist ja kein Wettbewerb hier, es ist ja der Zusammenhang der Musik. Das ist hier aber im Orchester auch ziemlich gut, die Balance zwischen ich weiß, dass ich jetzt wichtig bin an dieser Stelle, aber ich nehme mich nicht zu wichtig im persönlichen Umgang. Alle haben ja das gleiche Hobby oder auch das gleiche Ziel, wenn sie herkommen. Alle machen super gerne Musik. Selbst wenn man sich nicht versteht, über die Musik versteht man sich immer. Und das ist so. Also wenn man irgendwann im Orchester steht, dann ist es echt so ein Wow-Erlebnis. Mit der Zeit lernt man das auch irgendwie lieben. Ja, ich finde es sehr angenehm, mit Timo auch zu arbeiten, weil er ist sehr freundlich und nett zu allen Leuten und musikalisch arbeitet er trotzdem genug heraus. Also ich glaube schon, dass er Ansprüche an uns hat und wenn die nicht erfüllt werden, dann wird natürlich auch gerade an den Sachen, die nicht klappen, mehr gearbeitet. Der sagt uns die Grundlagen, quasi die Grammatik in der Sprache. Natürlich müssen wir auch ein bisschen Eigenes da reinbringen, ein bisschen Gefühl. Unser Dirigent ist schon auch echt immer jemand, der versucht, mal einen Schritt weiter zu gehen und zu schauen, was gibt es, was kann man vielleicht mal machen. Zum Beispiel spielen wir jetzt gerade 3 Auftragskompositionen von 3 Komponisten. Wir versuchen uns oft auch an neuen Konzertformaten. Zum Beispiel haben wir ein Stummfilmprojekt gespielt in diesem Jahr, wo wir einfach einen Schwarz-Weiß-Film ungefähr eine Stunde lang laufen lassen haben und dazu die Musik live gespielt haben. Das hat uns auch irgendwie total Spaß gemacht. Also ich finde es erstens cool, weil es eine enorm hohe musikalische Qualität gibt, aber auch soziale Kompetenzen sind unglaublich ausgeprägt. Also man fühlt sich direkt aufgenommen und ich hatte auch keine Probleme irgendwie damit, dass ich nicht akzeptiert wurde, weil das ja als einziges Mädchen im Schlagwerk manchmal dann doch ein bisschen schwierig ist. Aber das war ja überhaupt nicht der Fall. Und es ist auch immer sehr gesellig abends mit dem Orchester. Das ist generell ganz schön hier, weil es eben diese Altersspanne gibt, dass gerade die Älteren den Jüngeren dann schon mal was erklären können. In dem Orchester habe ich auch viele Freunde gefunden. Wenn man hier ist, kann man so fachliche Gespräche führen und so. Das kann man halt in der Schule oder so kann man das nicht machen. Die wissen teilweise gar nicht, was eine Klarinette ist. Wenn ich jetzt nach den Arbeitsphasen wieder nach Hause komme und meine Stücke spiele, sagt auch meine Lehrerin, dass ich dann zum Beispiel einen lauteren Klang gekriegt habe. Die Sache, dass ich sehr viele Erfahrungen hier gesammelt habe, schon im jungen Alter. Ja, und auch persönlich dadurch, dass man mit Leuten Musik macht, die dasselbe Ziel verfolgen. Wenn man dann auch wieder zurückkommt hier und die Konzerte spielt, freut man sich natürlich auch auf die anderen Leute. Es wäre schon schön, wenn es klappen würde, das auch nachher beruflich machen zu können. Da ich so viel Spaß in der JBP hatte und auch immer gerne dabei war, hat mich sicher auch die JBP daran geführt. Ich finde immer wieder hier zurück, weil hier einfach so viele nette Leute sind und es einfach was Besonderes ist, was man nicht überall erlebt.